Rudern im Frühling, aber eigentlich fühlt es sich an wie Rudern im Sommer. Das Wetter bei der Frühregatta des Landesruderverbandes Berlin spielt optimal mit und das sieht man dann auch an den Leistungen. Auch wenn die Profis ihren Auftakt in Erfurt machen, hier an der Regattastrecke Grünau sind perfekte Bedingungen für Groß und Klein. Das Besondere sind 1100 Ruderer und Ruderinnen, die hier ihren Saisonauftakt feiern oder beziehungsweise hier über die Strecke gehen. Aus vorwiegend den ostdeutschen Bundesländern, natürlich auch Norddeutschland und in Berlin. Und dass hier am Wochenende schöner Sport in Grünau bei guten Bedingungen geboten wird. Ab 14 Jahre bis zu den Masters, von Einer bis Achterboot ist alles mit dabei. Nein, eigentlich nicht. Wir haben das Boot aufgeregert und danach haben wir uns jetzt warm gelaufen. Das perfekte Rennen bei optimalen Bedingungen muss natürlich vorbereitet werden. Ja, wir müssen jetzt das Boot aufregern, weil wir dann in einer Stunde oder zwei Stunden müssen wir dann an den Start. Ja. Dann endlich auf dem Wasser. Die letzten Vorbereitungen laufen. Runtergebracht und dann haben wir unser Boot eingestellt und ja, ist reingelegt, alles zusammengepackt. Das Rennen ist dann das Highlight des Tages. Häufig ein Kopf-an-Kopf-Rennen wie bei Laura und Emilia vom Ruderclub Königs Wusterhausen im Mädchen-Doppelzweier der Altersklasse 13 und 14 Jahre. Wir haben uns erstmal zusammengeschweift, dass wir ein Team sind und natürlich ganz viel mit unseren Trainern zusammengeübt. Ein taktisches Herangehen ist gefragt. Die ersten Schläge mit aller Kraft, dann heißt es einteilen. 10 Schläge etwas ruhiger, die Konkurrenz checken und am Ende nochmal alles geben. Nicht viele hier sind schon einer gefahren und gehen deshalb auch mit vollem Fokus ran. Im Ziel große Erleichterung. Ich fand eigentlich den Endspurt da, fand ich vom ganzen Rennen am besten, weil davor sind wir nicht so wirklich vorangekommen und es war die ganze Zeit mit dem Wind und den Wellen total wackelig. Und deswegen fand ich den Schluss am besten, weil da nochmal so richtig schön alles geben und dann, egal was draus wird, einfach mal gucken. Herausragende Leistungen zeigt auch der Männer-Vierer, die Sieger des Tages, sehr stolz, klar. Sind jetzt ja mit anderen Gegnern gefahren als ursprünglich geplant, aber es ist immer cool, wenn man Leute hat, gegen die man sich im Rennen ein bisschen pushen kann, ja, die man motivieren kann, wenn man dann merkt, es gibt so ein Hin und Her und am Ende dann tatsächlich auch eine Medaille mit nach Hause nimmt. Ist schon ein geiles Gefühl. Und auf diese optimalen Bedingungen freuen wir uns auch bei der Sommerregatta am letzten Maiwochenende in Grünau.